Wir erinnern uns noch an einen spannenden Besuch der Foldalgrube. Also machen wir uns auf, diese noch einmal zu besuchen. Unweit von Foldal stellen wir unseren Wohnwagen auf dem Campingplatz in Grimsbu auf. Ein Blick ins Rondane-Gebirge und Richtung Foldal lässt ziemlich schlechtes Wetter erahnen. Aber egal, unter Tage ist es trocken. In der Hauptgrube, die wir besichtigen, wurde von 1748 bis 1941 Kupfer, Zink und Schwefel gefördert. Wie schon vor 20 Jahren fahren wir mit der Grubenbahn ein. Sie ist deutlich komfortabler geworden. Der Lärm jedoch ist unverändert. Wir fahren 600 Meter bis zur Wurmshall ein. Hier werden heute Konzerte und Aufführungen abgehalten. Damit es heller ist, hat man das Gestein weiß angestrichen. Noch einige erklärende Worte unseres jungen Grubenführers und es geht wieder zurück. Die Station, in der Erze umgeladen wurden, ist noch erhalten. Mit der Seilbahn wurden die zerkleinerten Erze nach Alfdal transportiert. Die Seilbahn hatte eine Länge von 34 Kilometern.